Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, ich wollte heute eigentlich hier nach Philadelphia. Aber ich habe gerade gesehen, dass wir hier unten noch eine Nebenquest zu erfüllen haben. Das Maul Sobeks. Und ja, nachdem wir uns beim letzten Mal schon um den... Naja, nicht um den Priester direkt, aber um das Krokodil gekümmert haben, dass das nicht vergiftet wird, würde ich sagen, kümmern wir uns hier mal weiter um die Sache mit dem Priester. Auch wenn beim letzten Mal, naja, der Dank eher nicht existent war. Sagen wir es mal so. Wir wurden ja der Blasphemie beschimpft. Vielleicht können wir ja noch Beweise sammeln, dass es so ist, wie wir sagen. Hallo. Okay. Niemand mehr auf der Straße unterwegs. Also wirklich gar niemand mehr. Ein einsamer Flamingo fliegt seines Wegs. Halt! Ich will doch gar nicht da rein. Ich will darüber, also reg dich ab. Warum komme ich denn hier nicht weiter? Hi. So, nach so einem schönen, kühlen, erfrischenden Bad können wir weitermachen mit Blut? Das ist bestimmt kein Blut. Lehm? Ja, das ist Blut. Oh. Hier ist es Tierblut. Hier ist eine Schlachterei? Jägerei? Da sammelt sich Blut an der Tür. Ja. Ich sollte mal einen Weg finden da rein, würde ich sagen. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter. Eine illegale Gerberei. Sauerei. Der Herr ist wohl gerade nicht zu Hause, der sich führt, offenbar. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Nicht nur eine illegale Gerberei, sondern auch eine Dealerei. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt. Um den Mord an Göttern zu vertuschen. Um jetzt das Klischee noch zu erfüllen, waren es natürlich Griechen, die das hier machen. Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Und wieder. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Halt schon wieder. Wer sowas macht, verdient den Tod. Ja, eigentlich vielleicht eher mal sowas wie Gefängnis oder so. Aber das ist bei euch nicht wirklich eine Alternative, oder? Ja, da ist hier nicht weit weg der Kai.
Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Mhm. Nun, ich schätze mich, ich werde mich mit euch prügeln müssen, hm? Da hat einer Ärger. Ja. Wo sind meine schönen Giftpfeile? Sind das die Giftpfeile? Ich hoffe. Schlafpfeil. Ich deck dir den Rücken. Uns pisst keiner ans Bein, Philos. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, das Attentat hat nicht so geil funktioniert, wie ich dachte. Das war's. Stirb! Moment. Ihr meintet was von wegen Bogen. Ja? Ja! Ja! Bis ich gezielt hab. Dich schlitze ich auf! Ganz ehrlich, bis ich gezielt habe, ist es mit dem Bogen einfach nutzlos. Was? Nein, weg. Das ist keine gute Position zwischen den beiden Schildträgern. Komm her. Ja, sei vergiftet, komm. Tu mir den Gefallen. Nimm Schaden. Man nimmt mir die Giftwaffe so ein bisschen die Arbeit ab. Aber das mit auf die Füße ziehen, das kriege ich definitiv noch nicht hin. Bis ich gezielt habe, bin ich tot. Jesse, Mahanahed, Wa'ed Amunua hast du. Danke, Magi. Mein Leben ist verschont. Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Du, Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padiaset. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Natürlich. Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Ich setze mich dabei mal hin und bete. Und dann wird sich schon alles fügen. Sumpfbacke. Moment, es folgt den Handelsrouten südlich von Krokodilopolis. Oh. Na dann brauche ich wohl ein Boot. Gut, dass hier eins steht gerade. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Ah, okay. Da lang. Ich wäre eigentlich ganz gerne mit den Booten, aber ich... Genau das. Ich kann's nicht. Und ich sehe im Boot... Ich habe halt hier auch keine Ahnung, warum ich hier jetzt wieder aufgelaufen bin. Da guck, steht noch ein Boot, das ich schrotten kann.
Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht einfach gegen irgendwas im Wasser fahren kann. Und wieder habe ich das Gefühl, ich wäre so gerne da. Aber weil es hier so unfassbar heiß ist. Ich würde so gerne die Füße im Wasser baumeln lassen. Langsam könnten wir aber auch mal ankommen. Senno! Hey! Ist es das? Alles klar. Dann kapern wir mal das Schiff. So schnell bist du nicht. Aha, da! Ich schritt dich auf. Ich weiß, es hieß eigentlich vermeide Blutvergießen. Ganz ehrlich, nur rumzuziehen und beten wird ja auch nichts bringen. Wenn ihr nicht an Bord kommt, muss ich mich mit euch gar nicht abgeben. Ja? Instruktionen. Moment. Ja, die Fracht. Irgendwas. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Mehr Beweise für die Zusammenarbeit mit Ptolemäus Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Immer das Gleiche. Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Gut, kann ich denn ein Schiffchen mir holen? Dein Schiffchen könnte ich mir vielleicht holen, hm? Doch noch ein Pferd. An der gestrandeten Trier. Okay. Nein, ich will aufsitzen. Danke. Ich sollte mich aber nicht direkt von vorne nähern, glaube ich. Das ist doch schon wieder das Lager, an dem wir schon mal zweimal waren. Wo wir auch mit den Rebellen eingefahren sind, glaube ich. Ja, ich wollte nicht zu Miet werden. Ja, das ist genau das Lager, wo wir schon zweimal waren. Kennen wir uns hier zumindest aus. Hey, die Landung war sogar relativ weich. Dann waren wir doch noch nicht. Moment. Müssen wir doch schon gewesen sein. Okay,
Okay, vielleicht ist es doch nicht das Lager. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Okay, Senol, dein großer Auftritt. Mein Leuchtfeuer gibt es hier, glaube ich, nicht. Doch, da. Das ist natürlich dämlich. Ich könnte warten, bis es Nacht wird. Und dann erstmal das Feuer ausschalten. Okay. Das war gar nicht knapp. Wo sind die denn noch alle wach? Das ist doch blöd. Warum sind die noch alle wach? Und zwar dem Schlafpfeil. Wobei ich überlege, ob ich vielleicht den da oben erst ausnocke. Aber der scheint sich nicht zu bewegen. Weiter hier wieder rumkommen, muss ich den aus dem Weg schaffen. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, da unten bewegt er sich. Bewegt sich einer von denen? Aktuell sieht es nicht so aus. Für den Fall, dass da jemand hochkommt. So, ich muss ein bisschen prüfen. Das Feuer steht. Wo genau? Ich will ja nicht, dass die Unterstützung holen. Oh, verflucht, genau da vorne. Wem gehe ich am besten vor? Wie
bewegt sich hier gerade eigentlich keiner wirklich großartig. Ich glaube, es wäre am besten, wenn ich den zuerst nehme. Eigentlich bewegt sich nur der Hauptmann. Ja, ich würde gerne mal den Kampfrausch ausprobieren, aber das ist mir gerade in so einem Lager eigentlich zu gefährlich. Ich begreife nicht, warum wir uns mit diesen Kerlen abgeben. Wenn da noch so viele in der Gegend sind. An die komme ich nicht ran, weil die zu zweit sind. Hast du die Kisten mit Gold im Zelt des Hauptmanns gesehen? Wenn die nicht mal ein verdammt guter Grund sind. Was? Die kommen von den Sobek-Priestern? Dann will ich nichts gesagt haben. Ich bewache ihren Tempel jederzeit. Du Hure. Die Zahl ihrer Hilfsgesuche steigt allerdings weiter. Ich glaube. Vielleicht mit dem Giftpfeil? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber nicht, dass das dem Hauptmann schmeckt. Okay, dahin gucken, wo man es her. Schmeißt, okay. Okay. Wo geht ihr hin? Ihr legt euch schlafen, ja? Das ist super, Leute. Dankeschön. Er macht es mir sehr viel einfacher. Kann doch bestimmt von hinten sein. Das zählt noch nicht. Sobeks Kinder abgeschlachtet und zu Geldsäcken gemacht. Diese gottlosen Schweine. Ich habe keine Zeit für deine Ausfälle. Ich wollte eigentlich das Feuer hier noch fallen legen. Theoretisch soll ich den Hauptmann auch noch Kisten finden. Voller Schätze. Dieser verdorbene Plan läuft schon eine Weile. Dann lies halt noch den Brief. Mandat des Nomarchen des Fachum. Mit großem Stolz erkläre ich diesen Trion Stützpunkt zum primären Umschlagplatz für alle religiösen Opfergaben an Gott Sobek. Mal mit. Es wird hier wahrscheinlich niemand in ein Lager kommen. Darf ich es nochmal lesen? Danke. Vergaben an Gott Sobek. Dieses Mandat ist von höchster Wichtigkeit. Der fortgesetzte Wohlstand des Fachum hängt von jedem Einzelnen ab, der es überwacht und durchsetzt. Ich vertraue darauf, dass ich mich auf euch verlassen kann. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Wohlstand für alle, der Nummer. Ja, klar. Für alle vor allem. Weil jeder davon profitiert, dass das so läuft. Davon profitieren nochmal wieder nur die sowieso schon Geld haben. Versandkorrespondenz. Kapitän. Hier ist die gewohnte Bezahlung, einschließlich des Zuschlags. Wie du siehst, erfülle ich deine Forderung. Ich kann das Unternehmen, von dem wir beide profitieren, nicht weiterführen, wenn ich mich nicht auf das Stillschweigen deiner Männer verlassen kann. Ich bezahle sie für Taten, nicht fürs Fragenstellen. Ihre belanglosen Gewissen sind nicht größer als der Wille Sobeks. Ich bin die Hand des Gottes. Ja, ja. Wenn du mich in Frage stellst, stellst du ihn in Frage. Ich erachte diese Angelegenheit hiermit als erledigt und erwarte in Zukunft keine derartigen Probleme mehr. Sehetep. Der Scheißpriester. Natürlich. Ich hasse Scheinheiligkeit. Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Sehetep. Wieder Sehetep.
Dieser giftige Priester aus dem Nordtempel entwickelt sich zum großen Ärgernis. Ich sollte Padiaset von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Wer weiß, ob er uns überhaupt glaubt. Das hat er beim letzten Mal ja nicht getan. Das ist in der Nähe des Obertempels in Korodilopolis. Moment. Karte. Karte. Wo hell ist erledigt? Krokodilopolis. Da unten. Der Schnellreisepunkt in der Nähe. Ist der hier? Ich glaube, da ist gerade eine Katze im Garten gestorben. Zumindest klang es so. Ich muss da gleich mal nachschauen gehen, aber ich will erst die Quest abgeben. Es klang auf jeden Fall nicht nach einer unserer Katzen. Ich hoffe, die Nachbarskatze greift nicht wieder unsere Katzen an. Das ist nämlich ein ziemlich gemeines rotes Biest. Und regelmäßig in unserem Garten verprügelt die anderen, also unsere beiden Katzen. Da lag noch eine Heugabe drin. Tempel. Genau, das war ja noch mal ein Stück zu laufen. Oder zu schwimmen. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Ob er uns dieses Mal glaubt. War beim letzten Mal ja ziemlich anmaßend von ihm eigentlich. Also das, gut, er wollte es wohl nicht wahrhaben, dass sein Vorsteher, ist das dann im Grunde sein Vorsteher? Ja, auf jeden Fall, dass der in grobe Machenschaften verwickelt ist. Ersticht. Weil er wahrscheinlich auch nicht seit neuestem erst da ist und wenn man sich eine Weile kennt, dann will man sowas noch nicht wahrhaben. Den Ägyptern helfen, wenn wir uns nicht mal selbst helfen. Neck, nicht mal mehr so wegbeschützen. Bei den Göttern. Was ist passiert? Ach, nö. Mögest du in das Land der Duat eingehen. Möge Sobek dir gnädig sein. Ma'at dich für würdig halten. Okay. Dua Sobek. Sobek der Heiler. Der im grünen Federklang. Medjay, du kommst spät. Sehetep's Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Wirklich nicht schlecht. Um zwei Soldaten klar zu kommen. Haltet euch bereit. Schikane, mich erst in den Süden zu schicken und dann wieder ganz in den Norden. Und ja, dann benutze ich das ja lieber mal die Schnellreise, weil ich immer noch glaube, dass das schneller geht, als jetzt hochzulaufen. Der Haupttempel Sobeks. Sehetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Ja, aber wahrscheinlich nicht so gut wie das Krokodil oder andere vom Hohen Rat. Also wird es wohl kein Problem sein. Zenon, sag mir mal, wo er gerade ist. Wird ein Ritual aus. Ein Geldritual? Wie vermehre ich mein Geld auf magische Art und Weise? Indem ich meinen Glauben verrate?
Dieser Ort wird schwer bewacht. Huch, da darf ich nicht rein? Seit wann darf ich denn nicht mehr in den Tempel? Schweinerei. Ist halt auch sowas, plötzlich darf man nicht mehr in den Tempel gehen. Meldung. Hier ist nichts. So, was ich gerade sagen wollte. Ich mag ja nicht mehr eigentlich nicht so viel davon halten, dass sie so viel sagen, boah, das ist alles Gottes Schuld, oder wenn Gott das nicht will, dann passiert es auch nicht. Und wenn Gott es will, dann passiert es. Aber den Glauben dermaßen zu verraten, angeblich als Priester. Wie gesagt, ich mag Scheinheiligkeit einfach nicht. Bleib wachsam. Und damit spielt er im Grunde ja auch mit dem Glauben seiner Anhänger. Haben sie einen Seidenangel und ich die nicht? Ja, komm, könnte Sendo. Schau bitte mal. Von oben wäre vielleicht die gekontere Taktik. Von oben dann durch eine dieser Öffnungen? Wenn das funktioniert. Dann hätte ich auch gleich oben bleiben können. Nun ja. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Schauen wir mal, ob wir durch das Fenster kommen. Ob wir da überhaupt rüberkommen. Padiaset hat die Hilfe eines starken Verbündeten gewonnen. Der Menschheit, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Er ist nicht aus dem Fayum. Ein skrupelloser Reisender, den Berichten nach. Ein Überbleibsel aus dem Alten Reich, heißt es. Das Alte Reich ist tot. Mir ist egal, wer er ist. Ich werde seinen ungläubigen Kadaver Petesuchos vorwerfen. Mhm. Mein ungläubiger Kadaver, wer von uns verdient denn bitte sein Geld mit dem Glauben anderer Leute? Wie viele sind da drin? In dem Laden? Nur die beiden? Was habe ich da gerade ausgerüstet? Giftpfeile. Ich brauche die Schlafpfeile. Den wollte ich nicht. Warte, das wollte ich nicht. Habe ich nicht ausgerüstet. Nicht einschlafen. Augen auf. Was? What? Spürst du das? Oder werde ich langsam verrückt? Wirst du, du bist verrückt. Du bist schon verrückt. Schmutziger Ungläubiger! Mit welchem Recht fasst du mich an? Ich bin Sobeks Auserkorener! Ein
seine rechte Hand. Wer bist du? Du bist ein gewöhnlicher Mörder. Und ich der Arm der Gerechtigkeit. Rief nicht so wie sollte, aber er ist tot. Immerhin. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Yep. Ich sollte Padias sehr treffen. Weil er sich viel zu sehr ausnutzen lässt. Wenn Leute einfach blind glauben. Aber ich auf dem gleichen Weg wieder zurück? Keine Ahnung, ob das auch funktioniert. Nein. Aber hey, ich wurde trotzdem nicht gesehen. Und hey, es müssen nur zwei Menschen sterben. Das ist doch schon mal gut. Nicht zu viele unnötige Opfer. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Hatte er schon. Setep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Dankeschön. Ihr könnt wieder eure Arbeit nachgehen. Stirbt es hier, Tipp, Zip, Zip. Du hast bestimmt wieder kein Gift. Gesundheit beim Töten. Will mein Gift nicht hergeben. Ich weiß, ich werde es wohl irgendwann hergeben müssen, weil es einfach nicht mehr stark genug ist, die Waffe. Vielleicht kann ich sie aber aufwerten noch einmal. Genau wie die Bögen. Die ich eigentlich richtig, richtig gut fände. Wir könnten hier nochmal kurz gucken, wo eine Schmiede ist. Da unten. Den ganzen Weg nach runter. Na gut, ich rufe mein Pferd. Dann geht das alles ganz schnell. Ich wollte mir ja sowieso mal andere Pferde auch noch anschauen. Vielleicht gibt's hier noch was Hübsches und Schnelles. Bewegung! Los! Vorsicht! Was machst du, Pferd? Pferd! Katastrophenpferd! Der Skorpion ersticht. So, wir sind gleich da. Hi. Für dich zum besten Preis. Ich will auffüllen. Sehr gut. Und dann verkaufen. Geht mir aus dem Weg. In Ordnung. Bewegung, los. Was treibst du da? Ich habe keine unnötigen Gegenstände. Ja, abgemacht. Die Waffen wollte ich eher zerlegen und nicht verkaufen. Passt auf den Achontas auf! Wie viel Super, ich kann sie aufrüsten. Ja. Der entkommt uns nicht, Philos. Qualität 75, Schaden 299. Das ist schon mal wieder was ganz anderes. Und jetzt kann ich zwar die Bögen nicht mehr aufwerten, aber zumindest der Nahkampf ist wieder gesichert. Mögen die
Dann kann ich noch die überschüssigen Waffen verkaufen. Nicht verkaufen, zerlegen. Und könnte jetzt theoretisch die versteckte Klinge nochmal erhöhen. Wo ich aber, wie gesagt, eigentlich nicht so richtig den Grund für sehe. Weil die eigentlich immer funktioniert. Und ich kann meine meine Gesundheit erhöhen. Ich glaube, das mache ich mal. Gut. Lassen gut zu dir sein. Dann würde ich sagen, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.